eine leichte Abwandlung des Glücksrads. Wir spielen das Fernsehgarten-Glücksrad, in dem wir Quiz und Glücksrad kombinieren. Und wir brauchen natürlich drei Kandidaten, genau, die ich den Zuschauern und dir gerne vorstellen möchte. Und zwar dürfen am Fernsehgarten-Glücksrad heute drehen Julian Schlichting, Martin Romau und Dennis Schwind. Herzlich willkommen. Jupp. Hi. Freut mich, dass ihr hier seid. Hi. Servus. Das ist die Jungsrunde. Hi. Ja, eine Männerrunde. Stell euch ganz kurz den Zuschauern vor. Also der Julian ist ein riesiger Glücksrad-Fan, betreibt sogar eine Fanseite und sagt, einmal live mit Frederik Meissner Fernsehgarten Glücksrad. Ja, das ist im Prinzip der Traum meines Lebens, heute in Erfüllung geht. Schöne Grüße heute an alle. Heute erfüllt, das sehr gut. Ja, toll. Ja. Martin Romau hingegen ist frisch gebackener Zwillingspapa. Was ist es geworden? Ganz stolz. Zwei süße Jungs, wahrscheinlich die süßesten Jungs der Welt. Und die heißen wie? Felix und Moritz. Ah, Felix und Moritz, genau. Und für ihn ist die Teilnahme am Gameshow Fernsehgarten das Tüpfelchen auf dem I eines verrückten Sommers. Wie schön. Und den Dennis kenne ich und Sie bestimmt auch, liebe Zuschauer, denn Dennis, Lehramtsstudent aus Bayreuth, man möchte es nicht glauben. Ja. Heute sehen die Lehrer ja, die zukünftigen Lehrer aus wie DJs. Ja. Der war im Mallorca-Fernsehgarten, gewann das Quiz und hat sich dadurch die Wildcard für unseren Gameshow-Fernsehgarten erspielt. Jungs, ihr seid dran. Es ist eröffnet nach dem Motto, Andrea. Yes. Da möchte ich doch mal schauen, ob das Rad sich wirklich wunderbar dreht. Ich drehe als erstes wieder mal nach 10 Jahren das Glücksrad und es schwappt doch dahin. Optimal. Legendärer Moment, haben wir lange drauf gewartet. Ne? Wunderbar. So, die Andrea hat schon angekündigt, eine kleine Abwandlung gibt es hier im Fernsehgarten. Das Fernsehgarten-Glücksrad dreht sich ein bisschen anders. Wir werden ein Game-Show-Quiz durchführen. Das heißt, das bedeutet, ich werde euch Fragen aus dem Bereich Game-Shows im deutschen Fernsehen stellen. Und ihr seht schon, ihr habt jeweils einen Buzzer vor euch. Wer die Frage mir richtig beantworten kann, knallt sofort auf den Buzzer und sollte mir dann, wenn es ist, die richtige Antwort mir mitteilen. Und dann kommt das Fernsehgarten-Glücksrad zum Einsatz und mit ein bisschen Geschick und Glück könnt ihr euch tolle Punkte erdrehen, von 100, 200 bis sogar 1000 Punkte. Und der Beste spielt ja heute um ein tolles Auto, in einem Opel Astra. Da lohnt sich's doch, hier bei mir zu spielen. Soweit alles verstanden? Ja. Soweit so gut? Wir sollten ganz kurz noch sagen, wenn die Antwort falsch ist oder keine gegeben wird, ist der Kandidat raus und die beiden anderen haben noch die Chance. In der Tat. Gut. Ihr habt vorher auch noch von der gemeinen Null gesprochen. Ja, das wollte ich jetzt am Schluss noch sagen, nachdem die Andrea sich kurz... schlechte Nachricht habe ich auch. Ihr habt schon gesehen, es sind ja 24 Segmente hier drauf, aber es sind dummerweise auch 4 Felder mit einer Null drauf. Also es kann passieren, wenn ihr auf die Null kommt, ihr bereits 1000 auf dem Konto hattet, ist das Geld. Aber drehen müssen wir. Fucicato. Okay. Also, seid ihr bereit, Jungs? Ja, dann fangen wir an. Noch nicht vorher drauf drücken. Nee, ich dachte. Also, hört mir zu. Frage 1. Wir gehen zurück zu den Anfängen der Gameshows im deutschen Fernsehen. Ich suche nach einer Spielshow des ZDFs. Sie gehörte damals zu den populärsten Sendungen dieser Art. Gesendet wurde sie von 1964 bis 1970. Was sagt der Martin? Nicht reinrufen, bitte. Nicht reinrufen. So, was sagt Martin? Ja, dann würde ich das jetzt auch sagen, aber... Dalli Dalli. Nein, das kam etwas später. Ihr habt, die anderen beiden haben jetzt die Chance. Ja. Oder soll ich fertig reden? Die Chance bekommt er es auch noch. Gleich. Ich habe gebuzzert. Lass ihn noch reden. Moderator der ersten Stunde war Lou van Burg. Ein zentrales Element war eine bewegliche Armbrust mit dahinter angebrachter Fernsehkamera. Der goldene Schuss. Ja. Der goldene Schuss, jawohl. Du warst eher dran, Julian. Herzlichen Glückwunsch. Applaus, Applaus. Yes. Und jetzt es ist soweit, das Fernsehgarten-Glücksrad wird in Bewegung gesetzt. Ihr müsst gar nicht so arg zu fest drehen. Das läuft nämlich hervorragend. Extra noch frisch geölt worden für euch hier. Früher hieß es einmal um die eigene Achse. Ja, so war das früher im Studio, einmal um die eigene Achse. Du kommst dann der Null vorbei. 800 wäre super, 800 ist super. Ja. 800 sehr Punkte gut. Fürs Erste, wunderbar. Ein Applaus für den Julian. Dankeschön. Und hier hinten sehen wir auch, du führst mit 800 Punkten. Ah, ja. Und wir haben auch bereits Lou van Burg im Hintergrund gesehen, war eingeblendet. Wir sollten einmal noch ganz kurz sagen, ihr wissen, liebes Poolpublikum hier unten in allen Ehren, aber das ist eine Gameshow ohne Publikumsjoker. Nicht reinreden, sonst haben die Jungs keine Chance zu lösen. Die sind auch so gut genug. Die tut jetzt so, als würde sie mich nicht hören, ich sehe euch. Die sind auch so genug.
So. Sie haben ja eine falsche gerufen. Julian führt, wir kommen zur zweiten Frage. Okay. Ich suche nach einer Quizshow, bei der den Kandidaten verschiedene Kategorien präsentiert werden, aus denen sie auswählen können. In den USA wurde die Show übrigens erst... Jeopardy. Hey, das der lebt und lebt. Julian, super, der die Fanpage betreibt, ja, vom Glücksrad, der war nochmal dran als Dennis. Und ich bin Julian, der hier am Ende auf die Null aber gerät. Aber Vorsicht ist geboten, genau, auf die Null kann wieder alles nicht machen. Richtige Antwort wäre ja gewesen, was ist Jeopardy? Ne? Okay. Frank Elstner hat es übrigens moderiert hier in Deutschland, unter anderem. Und du hast Glück, die Null ist ein bisschen weit entfernt und du holst dir einen neuen Rekord. Gut. Jawohl. 1700. Sehr gut, Julian. Dankeschön. Ja, Jungs, Bibi, jetzt seid ihr dran. Ja. Passt auf. Jetzt bremst mal den Julian ein bisschen aus. Also, wir bleiben bei Frank Elstner. Er ist bekanntlich der geistige Vater der ZDF-Show Wetten, dass er selber ja von 1981 bis 1987 moderierte. 1987 fand ein Moderatorenwechsel statt. Sein Nachfolger war natürlich... Tommy Orner? Nee, Tommy Orner war zwar beim ZDF, hat aber das nicht moderiert. Manchmal sind auch so kleine Fangfragen dabei, abwarten, bis sie zu Ende ausgesprochen ist. Natürlich Thomas Gottschalk, der die Sendung bis 2011 moderierte. Danach übernahm bekanntlich Markus Lanz. Ach so. Ja, auch raus. Tja, Martin, stolzer Papa, jetzt pass auf. Okay. Von 1992 bis 1993 war ein anderer Moderator als bisher genannten der Chefs im Wetten-Dach-Studio. Wie hieß er denn? Wer war es denn? Ich habe das Gesicht vor mir. Du hast das Gesicht ich vor weiß, dir. Ich weiß, dass er auch nicht lange im Amt war. Und das er kommt aus seiner Ecke auch da. Und dass er auch Brillenträger ist. Er hat eine Brille, das ist richtig. Und ich sehe das Gesicht vor mir und er lacht mich an. Ja, er hat gerne gelacht im Studio, während der Sendung. In 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bingo, aus. Wolfgang Lippert war es, genau. Da hinten sehen wir ihn. Wolfgang Lippert, der hat eine Brille aufgehabt. Wolfgang Lippert, der Tommy Orner, den ich meinte, ja. Ja. So, also wir kommen zu Frage 4. Julian führt 0 bei Dennis, 0 bei Martin. Aufgepasst, ich suche eine Spielshow, die von 1974 bis 1979 gesendet wurde. Den Ursprung hat diese Show im Heimatland von Harry Weinfurt, den Niederlanden. Moderiert wurde sie damals von keinem Geringeren als Rudi Carrell. Am laufenden Band. Hey, wunderbar! Eine genau, tolle Show. Und der Sieger saß in meinem Korb schon und musste sich die Preise merken. Was so hat man sich damals immer gemerkt? Hast du mitgezählt zu Hause? Das Fragezeichen. Das, genau. Ja. Also. Ich freue mich jetzt aufs Drehen. So, Martin. Wolfgang Lippert ärgert mich jetzt immer noch, weil du bist so groß im Bild vor mir. Du bist dafür. Volle Pulle. Du bist ja auch ein Riesenfan und ganz stolz, dass du heute hier sein kannst. Ja. Im Game Show Special im Fernsehgarten hier im ZDF. Die Null bitte weiter, bitte weiter. Jawohl, das sieht doch nicht schlecht aus. Jetzt soll das Rad stehen. Wow. Oh, knapp. 500. Oh. Ja, das war aber. Gut. 500 für Martin. Momentaner Punktestand 1700 für Julian, Martin 500 und der Dennis leider noch die Null, aber das kann sich noch alles ändern. Frage 5. Jawohl. Das ist jetzt die letzte Frage. Ich suche nach einem Moderator und Regisseur. Es kommt praktisch jetzt diese Frage, die Entscheidung, der bereits zu Lebzeiten eine Legende war. Dieser Entertainer erhielt eine Vielzahl von Auszeichnungen, darunter die Goldene Kamera, das Bambi und sogar das Bundesverdienstkreuz. Thomas Gottschalk. Bis dahin hat er es noch nicht geschafft. Tut mir leid, tut mir leid. Da muss ich noch ganz schnell hinter eine herlegen. Stimmt nicht. Die Frage ist noch offen. Ich weiter die Frage einfach zu Ende stellen, ja, genau, dass die beiden nicht. Pass auf, eine seiner bekanntesten Shows hieß Dalli Dalli. Rudi Carrell? Nein, das war auch nicht Rudi Carrell. Ich möchte das Rad nicht drehen. Aber du darfst lösen, du musst ja nicht drehen. Hans, ich muss nicht drehen. Ich muss nicht drehen. Du hast jetzt nicht gebastelt, du hast aber die Chance jetzt zu lösen. Hans Rosenthal. Ja, klar. Hans Rosenthal. Oh, hat immer sein Publikum gefragt. Und diese Leistung war spitze. Sehr gut. Die Leistung war in der Tat spitze. Bitte frag in der Redaktion, ob er drehen muss. Er hat gebuzzert und hat ihn nicht. Nee, er hat nicht gebuzzert. Er hat als letzter die Chance gehabt zu antworten. Sonst gibt's nämlich Ärger. Okay, er hat einfach nur den richtigen Namen gesagt. Deswegen habe ich vorher gefragt. Das war spitze, jawohl. Okay. So, also wir haben einen glücklichen Gewinner und das ist der Julian. Julian! Yeah. Jungs, nicht traurig sein. Alles herzlichen gut. Dank.
Martin, danke schön. So, mein Lieber. Komm vor, Männer. Alles Gute, komm mal her. Ja, sehr gerne. Du bist der glückliche Gewinner hier im Fernsehgarten. Vorne. Bei meinem Quiz-Spezial heute. Und du hast jetzt noch die Möglichkeit, Ach so, ich hatte das eben gar nicht gesehen. Einen Schlüssel zu ziehen, denn du könntest als stolzer Gewinner heute vom Lerchenberg fahren. Ja, das wäre natürlich. Mit einem Opel Astra. Dann fass doch mal rein. Ich nehme den grünen. Drei Schlüssel sind noch drin. Okay. Du nimmst den grünen. Grün für Julian. Grün ist für Julian. Merken wir uns. Okay. Das ist Berti. Berti. Das ist Berti. Berti. Alles klar. Ein Riesenapplaus und Dankeschön für die erste Runde an Frederik, der als Pate natürlich bei uns bleibt. Dankeschön an Martin. Dankeschön. Dankeschön an Dennis fürs Mitspielen. Gut gemacht, Jungs. Das lief auch gut. Bei uns geht es weiter mit Musik und wir spielen ja auch noch ruckzuck und geh aufs Ganze. Zuvor aber gibt es einen Mann, der einiges gewagt hat, um seinen Traum Musik zu machen. So, jetzt schauen Sie sich das alles noch mal ganz in Ruhe an, liebe Zuschauer. Unserer Gameshow Fernsehgarten nähert sich seinem Höhepunkt. Wir haben Der Preis ist heiß gespielt mit Harry. Wir waren am Glücksrad, am Fernsehgarten-Glücksrad mit Frederik. Wir haben Ruckzuck gespielt mit Werner und dann natürlich sind wir aufs Ganze gegangen mit Jörg. Alle vier Gameshow-Moderatoren, die wir sehr, sehr verehren und für deren Besuch ich mich an dieser Stelle schon mal sehr herzlich bedanke mit ihrem Applaus, stehen mit ihren Gewinnern da. Und darum geht es. Da ist er, unser Opel Astra GTC. Und wir checken jetzt einfach der Reihenfolge nach, wessen Schlüssel der richtige ist. Harry und Oliver beginnen. Ganz wichtig, Kupplung treten. Sonst ist das Auto nämlich gleich hinüber. Wenn er denn jetzt startet, genau, wäre das das 601. Auto, was während dann Der Preis ist heiß vergeben wird. Nein, leider nicht. Leider nein. Oh. Oh. Trotzdem großen Applaus für Oliver. Oliver, das hat mich so gezeigt. Danke. Damit bitte ich Frederik und Julian zu mir. Julian, der das Fernsehgarten-Glücksrad gewonnen hat. Großer Frederik Meister ist. Ich gebe mir Mühe. Warte. Ja, ja. Kupplung treten ist Kupplung klar. Kupplung treten läuft. So, liebe Grüße an alle Hörer meines Podcasts Sprechplanet. Und er passt! Yeah! Yeah. Er passt! Er ist nicht zu fassen! Er ist nicht zu fassen! Jawohl! Wo ist die Kamera? Hallo! Jawohl! Frederik Meister! Mein glücklicher Sieger! Frederik hat Glück gebracht! Dankeschön an Harry, danke an Jörg, dankeschön an Werner. Und jetzt gibt es eine tolle Zugabe. Hier sind nochmal für Sie die Les Humphreys Singers featuring Jean Rich und Mama Knows.